etliche Millionen an Bildern drohen verloren zu gehen, weil Upload eingestellt wird. In diesem Video erfährst du alle Hintergründe dazu und außerdem, wie ich auf Ulabs über 2200 von diesen Bildern gerettet habe. Upload ist oder war ein Bilderhoster. Da dort der Upload schon geschlossen ist, demonstriere ich das hier mal bei einem anderen Anbieter, der so ähnlich funktioniert. Man wählt hier ein Bild aus, das man hochladen möchte, drückt hier auf Bild hochladen und nach ein paar Sekunden kriegt man hier verschiedene Links. Den Link kann man kopieren und nur wer diesen Link hier hat, der kann auf das Bild zugreifen. Das heißt, den kann man jetzt verschicken oder aber das Bild irgendwo einbetten. Man hat das zum Beispiel in Foren genutzt für Profilbilder, für Avatare, für Signaturen. Hier seht ihr ein paar Beispiele, wo das Nutzer bei uns gemacht haben. Da gab es diverse Anwendungsfälle für. Der Kern war vor allem früher, dass man dadurch Kosten gespart hat und Datenverkehr, weil eben die Bilder dann nicht auf dem eigenen Server liegen, wo das teuer war, sondern bei Upload in dem Beispiel oder anderen Bilderhostern. Auf eBay konnte man damit sogar eine Zeit lang Geld sparen, weil die Bilder hier oben begrenzt waren. Wenn man da mehr hochladen wollte, hat das extra gekostet. Allerdings ist die Beschreibung hier weiter unten, da kann man HTML einbauen und damit auch ein IMG-Element, also ein Bild. Somit konnte man weitere Bilder hier kostenfrei einbinden, indem man die irgendwo hochlädt auf Upload oder andere Anbieter. Das Ganze hat sicher in den letzten Jahren abgenommen, weil auch die Anzahl der Forennutzer abgenommen hat. Das Ganze hat sich eher verlagert hier auf die sozialen Netzwerke, vor allem auf die kommerziellen. Hier am Beispiel von Facebook, da sieht man, wie das hier an den Millionen, das sind immer die Nutzerzahlen in Millionen, wie das hier so ab 2007 ungefähr, ab 2006 rapide nach oben geht. Mittlerweile ist das ja auch schon wieder seit ein paar Jahren veraltet, weil jetzt mehr Nutzer bei Instagram sind, aber es sind eben diese kommerziellen sozialen Netzwerke, wo alles direkt hochgeladen wird. Da hat man eben keine Anbieter dazwischen. Die wollen gern alles kontrollieren, um eben mit der Masse an Nutzerdaten sehr viel Geld zu verdienen. Trotz der Abnahme sind solche Bildhoster nicht bedeutungslos. Auch bei Upload, da gibt es ja einen Blog, da haben sie 2021 angekündigt, dass sie insgesamt jetzt fast 90 Millionen Bilder auf ihrem System haben. Das ist eine ganze Menge. Zum Stand Ende 2023, die haben ja immer so einen Zähler oben gehabt, der ist mittlerweile nicht mehr da, konnte man sehen, sie hatten also gegen Ende hin über 94 Millionen Bilder, also nochmal mehr als Direct Upload. Die Einstellung von Upload kommt leider nicht so ganz überraschend. Es gab hier schon Ende letzten Jahres einen Blog-Eintrag, wo man erklärt hat, die Upload-Funktion ist deaktiviert, also man kann keine neuen Bilder seitdem mehr hochladen, bloß noch bestehende abrufen. Hier hat man schon angedeutet, dass der Aufwand immer mehr wird und man sich daher jetzt hier hinterfragt, ob das so auf Dauer weiter betrieben werden kann oder ob man da andere Wege gehen muss. Dazu nochmal hier der Aufruf zu spenden. Das scheint nicht viel genutzt zu haben. Es dauerte nämlich nur etwa 5 Monate, bis dann die nächste Ankündigung kam, Upload geht offline. Hier gibt man den Nutzern noch einige Wochen Vorlauf, damit sie alle ihre Bilder sichern können. Der Gründer nennt mehrere Ursachen, warum er jetzt Upload einstellen muss oder einstellen wird. Zum einen, die Betriebskosten sind immer teurer geworden, man muss ja mehr bezahlen, während auf der anderen Seite die Einnahmen sinken. Mit klassischer Werbung ist so ein Projekt ja schon seit längerem immer schwieriger zu finanzieren, weil da die Werbeblocker mit reinspielen. Dazu kommen höhere Verpflichtungen durch gesetzliche Anforderungen, was dann ja auch schnell in den Punkt Kosten geht, wenn man da zum Beispiel einen Anwalt benötigt oder andere zusätzliche Ressourcen. Zu guter Letzt haben sich aber auch die Lebensumstände geändert. Als sie das Ganze gegründet haben, war der Betreiber 17 Jahre alt, also war Schüler. Die Hochzeit, sagt er hier, war in seiner Schüler- und Studentenzeit, die ist mittlerweile vorbei. Dadurch hat man eben auch privat nicht mehr die Zeit, sondern vielleicht andere Prioritäten, wo man sich drum kümmern möchte. Das kann ich leider sehr gut verstehen. Ich habe im Jahresrückblick von 2023 ebenfalls ankündigen müssen, dass ich meinen eigenen Imagehoster nicht mehr komplett öffentlich betreibe. Der war ähnlich öffentlich erreichbar wie Upload, konnte jeder was hochladen. Das wurde leider für illegale Pornografie missbraucht und ich habe hier vom Hoster eine Frist von 1 Stunde bekommen, um das zu entfernen. Das ist für jemanden, der davon nicht leben kann und daher berufstätig ist, nicht realistisch durchzuführen. Deswegen habe ich das hier eingestellt. Dazu bei dieser Gelegenheit auch schon mal auf das Sterben von den Bildhostern hingewiesen. Auch da war es nämlich schon so, da gab es einige Fälle, wo man hier verschiedene größere Imagehoster schon geschlossen hat. 2013 Image Banana, kennt vielleicht noch manche von euch, der ist schon seit mehreren Jahren geschlossen. TinyPic, der war auch bei uns sehr verbreitet, der lief 15 Jahre, dann wurde eingestellt. Diverse weitere zeigen nur noch Fehlerseiten an.
Ich habe in meinen Lesezeichen einen Ordner gefunden, wo ich 2014 damals 9 solcher Image-Hosts gespeichert habe. Da habe ich jetzt mal geschaut, wie viele sind 10 Jahre später, also 2024, immer noch online. Und ernüchternd ist das Ergebnis, nur 3 sind noch erreichbar. Das sind die hier, IMG5, PicUpload und XUp. Der Rest, der hier ist eingestellt, teilweise auch ohne Ankündigung. Die zeigen ja nur irgendwelche Fehlerseiten, wo man gar nicht informiert wurde. Upload kündigt das zumindest mit etwas Vorlaufzeit an, dass die hier schließen werden und sind nicht einfach weg. Trotzdem bleibt das Kernproblem, dass hier über 94 Millionen Bilder liegen, die bald unwiederbringlich verloren sind. Alleine auf ULabs zeigt eine schnelle Volltextsuche, dass da über 1800 Beiträge betroffen sind. Insgesamt sind darin mehr als 2200 Bilder zu Upload verlinkt oder eingebettet. Was ich machen kann, ist auf ULabs nach allen Bildern zu suchen, die lokal bei uns zu speichern, damit die in wenigen Tagen nicht verloren sind. Ich habe daher angefangen, diese Links hier zu durchsuchen. Da fiel mir als erstes auf, dass es hier verschiedene Formate gibt. Zum Beispiel gab es früher hier verschiedene Subdomains für die Server wahrscheinlich. Da haben sie später einen Load Balancer eingeführt. Deswegen ist dann hier alles direkt auf upload.de. Aber deswegen haben wir allein aus dem Grund verschiedene Links. Die sind ja hier seit 2011 bei uns in ULabs gepostet worden. Also auch schon eine ganze Weile, wo sich doch vieles tut. Dazu gibt es verschiedene Arten, das einzubetten, einmal als simpler Link, aber auch hier mit so einer Vorschaugrafik, die Upload selber generiert. Wenn ich da draufklicke, dann komme ich auf so eine Seite, wo ich auch hier dann normal noch Werbung sehe und eben das Bild, also das war für Upload immer vorteilhaft. Wenn man hier reinguckt, das ist BB-Code, die sind also anders aufgebaut. Hier noch ein URL mit Verlinkung, dann das IMG, das Bild, das Vorschaubild in dem Fall. Das muss man alles zusammenführen und gucken, dass man all diese Fälle berücksichtigt. Ich prüfe und vereinheitliche daher die Links, damit ich nachher immer das richtige Bild habe und das später richtig ersetze. Vor dem Ersetzen kommt aber erstmal das Runterladen mit dem Direktlink, das wird dann lokal bei mir zwischengespeichert. Wenn hier alles funktioniert hat, dann laden wir das auf UImage bei mir wieder hoch, gucken, ob das ebenfalls geklappt hat. Oder ersetzen es mit einem Platzhalter. Bei meinen Tests kam es nämlich gelegentlich vor, dass da eine Fehlermeldung von Upload selber kam. Schlussendlich noch die Frage, wie ich das im Forum abbilde. Ich könnte es einfach ersetzen, fand ich nicht so toll. Zum einen möchte ich es transparent machen und zum anderen aber auch sichern. Ich bin ein großer Fan von Versionierung. Das kann unser Forum auch. Ich habe hier einfach eine neue Version erstellt. Wenn man hier einen Beitrag bearbeitet und es speichert, dann wird eine neue Version erstellt. Das heißt, die alte Version wird gesichert und man kann auch einen Kommentar dazu abgeben. Das habe ich hier gemacht. Wenn man das macht, dann erscheint es hier als Hinweis, wann das geändert wurde und hier so ein Standardtext jetzt von mir mit so einem Systembenutzer, dass Upload abgeschaltet wird. Deswegen haben wir das auf UImage übertragen. Und wenn wir da jetzt mal reingucken, kann man die zwei Versionen hier vergleichen, also der originale Beitrag mit dem hier automatisiert veränderten. Da sieht man jetzt, es wurde nichts verändert, außer eben diese Zeile mit dem Bild von upload.de auf uimage.net. Ich habe mir eine Oberfläche gebaut, wo ich die Ergebnisse sehen kann, weil es sind halt doch viele Daten und vor allem auch einige ältere Daten, teilweise über 10 Jahre alt. Da möchte ich dann kontrollieren, ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Darum habe ich mir hier für jeden Beitrag so einen Kasten gebaut. In dem Beitrag kommt jedes Bild mindestens zweimal vor. Zum einen zeigt er mir den Upload-Link an, links dann das Bild, das er von Upload runtergeladen hat, also lokal zwischengespeichert. Das im grünen Rahmen ist dann das auf UImage hochgeladene, welches er in den Beitrag integriert. So kann ich über diese Liste schnell drüber gucken und sehe sofort, ob irgendwo was nicht passt. Falls ich da dann mal im Detail nachgucken möchte, wenn da was schiefgelaufen ist, habe ich oben den Beitrag verlinkt, den Titel von dem Thema, den Zeitstempel und eben rechts dieses Änderungsprotokoll, wo ich euch eben gezeigt habe, wo ich dann nachgucken kann, was hat mein automatisches Skript verändert, passt das so? Falls nein, was kann ich hier verbessern? Es lief insgesamt gut, vereinzelt kam es zu fehlerhaften Bildern, die habe ich händisch geprüft. Leider waren das alles Probleme bei Upload, also entweder dort das Bild gelöscht oder vom Nutzer. Das betraf 7,8% der Bilder, die waren also jetzt schon nicht mehr da und konnten daher nicht gerettet werden. Die restlichen 92,2%, da war das kein Problem, die liegen jetzt alle auf UImage, insgesamt über 2221 Bilder. Da sind eine ganze Menge verschiedener Sachen dabei. Zum einen sind das diverse künstlerische, digitale Kunstwerke, so in der Richtung. Das sind zum Beispiel Signaturen, Profilbilder,
Avatare zu diversen Themen, zum Beispiel zu One Piece hat man welches gehabt, zu diversen Serien, was eben so die Leute interessiert hat, was man da haben wollte. Auch zu Spielen gab es immer wieder etwas oder auch welche mit dem Nutzername, dass man den irgendwie schön darstellt. Da sind teilweise richtig schöne, finde ich, dabei. Auch von ULabs zum Beispiel, von UHacks damals gibt es verschiedene Banner. So hieß ja ULabs früher. Da sind auch die ganzen auf Upload gehostet gewesen. Das heißt, die wären jetzt weg. Aber die haben wir hier gerettet. Außerdem dann auch von diversen Programmen, Screenshots, teilweise von Quellcode, was ich ja nicht so der Fan von bin. Aber manche haben das eben gemacht. Oder aber eben auch die Bildschirmfotos, wenn man irgendwie eine Software entwickelt und die Oberfläche zeigen möchte, dann macht es ja Sinn, dass man da ein paar Screenshots mit reinpackt. Das sieht man ja bei anderen Programmen auch und dann weiß man, wie das aussieht. Da sind auch Bilder von Plattformen drin, die es in der Form heute gar nicht mehr gibt. Zum Beispiel Auszüge von Knuddels aus dem Jahr 2012. Die haben ja ihr rosa Design damals in Rot geändert, um ein bisschen seriöser zu wirken. Dazu gab es auch diverse Anleitungen zum Entwickeln von Software hier, Knuddelsproxy zum Beispiel, oder auch diverse Bots, wo man dann entweder die Entwicklung zeigt oder aber die fertige Software bzw. die Benutzung davon. Man sieht, da haben sich einige richtig Mühe gegeben, egal ob es jetzt Signaturen, Profilbilder sind, aber auch zum Beispiel bei diversen Programmierübungen. Da hat einer mal so ein Programmablaufplan gemacht und da eingefügt oder aber bei hier Mathematikfragen. Hat jemand mit LaTeX da verschiedene Sachen zusammengebaut? Da merkt man, das steckt schon mehr wie 5 Minuten Arbeit dahinter. Wie YouTube 2012 aussah, wo sie das Design damals ändern wollten, das kann man auch angucken. Teilweise auch historische Bilder von UHacks, dem ULabs Vorgänger, wo Screenshots von den ersten Versionen dort noch vorhanden waren, die es ja in der Form schon längst nicht mehr gibt. Man könnte hier noch ewig weitermachen. Mein Fazit ist positiv. Ich denke, der Aufwand, der hat sich gelohnt. Wir haben hier ein Stück vom Web retten können, das ansonsten bald leider verloren gewesen wäre. Falls ihr noch Bilder bei Upload liegen habt, dann solltet ihr die zeitnah sichern. Das gleiche gilt übrigens auch für FileHorst. Der stammt vom gleichen Betreiber, war zum Upload von allgemeinen Dateien, also nicht bloß Bildern. Hier steht es auch von den Machern von upload.de. Die schließen ebenfalls, weil natürlich die das gleiche Problem haben, auch hier wichtig, eure Daten sichern. Das zeigt einmal mehr, dass man sich auch auf etablierte Anbieter nicht zu sehr verlassen sollte und daher lieber selber nach Sicherungskopien schauen sollte. Oder erinnert sich noch jemand an zum Beispiel SchülerVZ oder Quick? Das waren damals beides große Seiten, die inzwischen verschwunden sind, inklusive allen Daten. Hier die Quick-Seite findet man auch bloß noch im Internetarchiv. Wer da jetzt aber irgendwelche Erinnerungen hat, vielleicht von früher, von der Jugend, die nicht mehr irgendwo anders gesichert sind, vielleicht weil auch mal ein Gerät kaputt ging oder verloren gegangen ist, dann hat man da Pech gehabt. Die sind endgültig verloren. Die Plattformen müssen übrigens gar nicht erst sterben, um eure Daten zu verlieren. Da gab es schon mehrere größere Fälle, zum Beispiel bei MySpace, auch damals ein großes soziales Netzwerk. Die haben alle Musik von 2003 bis 2015 verloren, also über ein Jahrzehnt an Musik ist da gelöscht worden. Auch bei Reddit, da hat man bloß noch die Chats von 2023 oder Mitte 2023 mitgenommen, der Rest davor auch gelöscht. Also wer da irgendwelche Erinnerungen hatte, die sind auch vernichtet. Als Konsequenz solltet ihr da mal überlegen, wo habt ihr Daten, die euch wichtig sind, wo sind die überall gespeichert und daneben schauen, dass ihr die bei euch irgendwo archiviert. Nur so ist sichergestellt, dass eure Erinnerungen und auch andere Sachen, die euch wichtig sind, eben auch noch in ein paar Jahren zur Verfügung stehen und dann nicht weg sind. Habt ihr Bilder bei Upload liegen oder seid vielleicht auch indirekt betroffen, weil ihr irgendwo in einem Forum oder in einem Blog aktiv seid, wo viele Sachen dort auf Upload gehostet werden? Sind euch vielleicht sogar schon mal solche Inhalte verloren gegangen, weil irgendein Hoster plötzlich seine Dienste eingestellt hat? Schreibt es mir gerne auf ulabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.